Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir haben gerade herausgefunden, durch einer üblen Tat, wer der Skarabäus eigentlich ist und sind jetzt, naja, sagen wir es mal so, um uns herum ist sehr viel Sand und wir haben sehr viel Durst. Meine größte Angst ist eher, dass ein Skorpion in unseren Mund krabbelt, aber naja, wir gucken mal, dass wir da rauskommen. Oh. Was soll ich tun? Senno. Ah ja. Wo bist du, meine Liebste? Remo. Ich habe dich enttäuscht. Bitte hasse mich nicht, ja. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Ich kann drücken, was ich will. Ich muss irgendwas mit dem Adler machen. East, was ist das denn da? Das sind Tiere. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Befreie dich aus dem Sand. Ja, aber wie? Klar, warum bin ich nicht drauf gekommen? Das ist kein Pferd von uns, aber egal. Komm her! Guter Junge! Was ein Zufall, ne? Dass das Seil dann da auch gerade so dran rumhängt. Senno. Oh mein Gott. Ih, Skorpion, unter deinem Rücken! Mögen die Götter dir gnädig sein. Oh Gott, dieser Vogel ist ja ein Traum. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell. Die hat uns alles geklaut. Oh, du Bastard. Gut, aber wir haben Pferd. Wow. Ha! Was ist das da für ein Ort? Da muss ich erstmal hin. Muss ja erstmal gucken. Wow. Okay. Die Schlange meine Waffe wächst, dann der und Skarabäus lebt im unantastbaren Sand. Was das denn jetzt? Oh. Das ist unsere Ausrüstung. Wow. Halt! Bleib stehen! Aber wir haben noch unsere versteckte Klinge. Diese Zone ist tabu.
Rüstung verpackt? Ja, wirklich beeindruckende Waffen. Alles in einer Kiste als Tribut für Sevetu. Gut, wir schicken sie in ein paar Tagen zur Festung Nikiu. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis er tot ist? Den wir eingegraben haben? Zwei Tage? Oh, jetzt, oh, sie greift an. Ich wette 5 Drachmen, dass er mindestens 3 durchhalten wird. Bin dabei. Moment, wer überprüft das? Mhm. 4 Stück sehe ich rumlaufen. Ich höre hier wieder sowas wie ein Tier. Das ist aber nur ein Mensch. Hey, was für Alarm! Hier drüben! Du hältst dich für was Besonderes, ne? Na komm her! Diese Irren bloß dazu. Politik? Okay, ist doch kein Löwe. Jessem, Mahanahed, White Amunwahasu. So gültig, ich danke dir. Mit das Versuch. Ach, Joa. Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Sevetu, nimm diese Waffen und Rüstungen als Bezahlung. Du wirst ihren Wert schnell erkennen und ich erwarte im Gegenzug angemessene Dienste von dir. Tschüss. Dann holen wir uns doch jetzt mal. Ich weiß gar nicht, Sevetu oder den Skarabäus. Wen holen wir uns? Ich glaub's nicht, dass der das ist. Ey, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Vor allen Dingen, weil anscheinend seine Frau... Willkommen in Letopolis. Traum des großen Tahar. Das ist verdächtig. Vor allen Dingen wohl auch, weil seine Frau und sowas alles das nicht wissen. Ein neues Leben erwartet dich in der glorreichen Stadt Letopolis. Eliminiere den Skarabäus, okay. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja, ja. Wachsam, Bruder. Hättest nicht herkommen sollen. Du besser nicht auf mich. Hilfe! Du ruhst gleich in Frieden. Seine ganzen Wachen werden ihn auch nicht beschützen. Was? Oh Götter, segnet mein... Dich schlitze ich auf! Hallo? Ich glaube, es war falsch.
Hallo? Ende. Idiot. Oh, so geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Goopa hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keinen Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Ich strecke dich nieder, wie du mein Vater! Ich dachte, du bist unser Freund! Ich hasse dich! Kümmere dich um ihn. Versuche es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt, wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Alles klar, Layla. Ayas DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. Wirrkopf. Spielen wir jetzt Aya? Mit Blut beschmieren, wenn sie jemanden umgebracht haben. Das kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, aus dem Film die vier Federn oder so. Da ist auch so ein Soldat, der wollte Rache nehmen und der hat dann jeden, der seine Gefallenen halt umgebracht hat, hat er auch eine weiße Feder genommen und hat dann das Blut von denen da dran geschmiert als Zeichen, dass er sie auch wirklich getötet hat. Glaube ich zumindest. Kann mich jetzt nur vage erinnern. Das ist nicht, Mensch, ärgere dich nicht. Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxy, das, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann noch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde.
Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an! Man bezahlte uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Um dich zu bewegen. Ach so, wir bewegen das Schiff. Im Rhythmus bleiben! Segle zur ägäischen Küste. Und Tiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise und du bellst Befehle wie ein Seebär. Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy, das. Lass mich nicht über Bord gehen. Das ist kein Tod für einen Helden wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Worauf muss ich jetzt achten? Ach, wir sind jetzt hier wieder bei Black Flag. Ich hatte ja gesagt, dass die Black Flag gemacht haben, also die an diesem Spiel beteiligt waren, an der Reihe, an diesem Teil, dass die auch jetzt hier Origins gemacht haben. Man erkennt es. Am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus Schiffe, zweifellos ein Sand vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Mehr Geschwindigkeit! Die Entwickler sind ja dieselben. Aber... Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methana? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Werde mich nicht überraschen, wenn sie nur... Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen. Ich sehe gerade die Feinde nicht. Wir sollen eine Flotte versenken. Normale Fahrt! Wir werden ein Feuer regen! Schilde bereithalten! Zugleich! Normale Fahrt! Feuer! Achtung! Bereit zu Feuer! Wuhu! Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell! Auf geht's! Normale Fahrt! Soll ich die jetzt auch? Ja, normale Fahrt! Bereit zu feuern! Auf geht's! Normale Fahrt! Wir rammen sie! Bereit zu feuern! Feuer! Feuer! Wir haben diese Malakia! Fehlt auf die Heckflossen! Die sind voller Öl! Die brennen wie Kamelscheiße! Auf Rammgeschwindigkeit! Nehmt sie aus wie Fische! Alala! Bereit zu feuern! Feuer! Normale Fahrt! Wir auf geht's! Angegriffen. Normale Fahrt! Feuer. Leichte Schlagzahl! Deckung! Bereit zu feuern! Feuer! Ah! Verdammt! Feuer! Ha! Das war der letzte von ihnen! Und keine Spur von deinem treulosen Römer. Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Oh. Niemand bei Verstand akzeptiert mich.
Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Ram, zurückschießen. Wenn du ein Schiff durch Ram versenkst, beschleunigst du das Nachladen. Zurückschießen, halte LB gedrückt, um in Deckung zu gehen, und lass los, kurz nachdem die feindlichen Geschosse dein Schiff getroffen haben. Ja, warum kommt das jetzt erst? Weil wir wahrscheinlich jetzt wieder angegriffen werden. Mehr Tempo! Erhöht das Tempo! Dum, dum, dum. Oh ja, da hinten sehe ich was. Eins, zwei, drei sehe ich. Da, ich sehe ihn. Pompeius im Norden. Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten. Willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Feuerbomben bereit! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind! Ja. Feuer! Normale Fahrt! Feuer! Getroffen! Verdammt! Feuer! Na? Sie stehen unter schwerem Beschuss. Sie müssen was tun. Zeigt es diesen Pestbeulen. Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe. Wir werden angegriffen. Von wo denn? Ach da. Feuer! 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 Fahrt an! Normale Fahrt! Bereit zu feuern! Na los! Feuer! Einer ist noch übrig! Das war gute Arbeit! In dir steckt doch mehr als eine Hofdame! Hüte deine Zunge, alter Mann! Sonst zeig ich dir, was ich mit dem Schwert. Sie gehen unter! So muss das sein! Gut gekämpft! Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen! Keine Sorge, Aya. Ich benehme mich auch. Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Die gehören zu uns. Thank you.
Philakis, genau, so heißen die. Die kamen die ganze Zeit nicht drauf. Schlammige Küstenifel sind meistens harmlos, außer du wagst dich in ihr Territorium, das sich oft über schlammige Küstenabschnitte erstreckt. Ja. Die sind auch echt blöd, die Viecher. Also ich meine jetzt in dem Spiel, meine ich, jetzt sind die echt blöd zu besiegen. Gut, es war klar, dass ich dafür jetzt nichts kassiere. Ja. Jetzt haben wir den Klagen der Arbeiter. Ich muss erstmal hier raus. Ich habe einen Aufsteigungspunkt und ich muss mal wieder zu einem Schmied. Oh. Ist da jemand in den Brunnen gefallen? Baba! Ipui! Könnt ihr mich hören? Baba! Ipui! Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Neb. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Ach, das bisschen. Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Hey, du! Bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Na gut, ich kann dich aber trotzdem schon tragen. Hi, Position, Gerech. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmer dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Neb. Ach, dann wollen wir mal. Tja! Nee, hochklettern hätte ich nicht gekonnt. Auch nichts. Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Es gab keinen anderen Weg. Ich werde erst mal gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Eine Geschichte der verlorenen Hüter dieses Ortes. Das Schwert fehlt. Ich frage mich, ob Mahes in Selkets Haus Erfolg hatte. Oder ob seine Suche dort endete. Das Auge, das können wir auch nur machen. Stadt ist verwickelt in einen Schlucht.
Unsere wunderbare, prächtige Stadt verwickelt in eine Schlacht zwischen Mensch und Gott, dem Fluss und der Wüste Horus und Sachmet. Als unsere Ahnen sie gründeten, waren sie dem großen Schwarzen gewidmet, dem Falken, dessen rechtes Auge die Sonne und dessen linkes Auge der Mond ist. Doch in den letzten Monaten und Jahren ist die reißende Herrin immer näher und näher gekommen. Unsere Sommerfestmahl zu ihren Ehren kann sie nicht länger besänftigen. Sie kriecht näher und näher und der Feueratem der Kriegslöwen trägt die Hitze und den Sand der Wüste ins Herz der Stadt. Die Orakel sagen, sie will ganz Ägypten für sich erobern und verschlingen, solange wir ihr kein großes Opfer bringen. Ihr Wapp-Priester haben den Nomarchen geraten, die Stadt aufzugeben, denn das würde sie milde stimmen. Ah. Bist du verletzt? Nein, ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Eine alte Bibliothek. Nee, macht er auf jeden Fall nicht. Warum? Ich frage mich, warum er jetzt da nicht... Ja gut, wegen den Schlangen? Oder... Ja gut, er hat wahrscheinlich keine Waffen dabei oder so. Um das aufzukriegen. Und um die Schlangen zu töten. Boah, es würde mich voll ankotzen, wenn ich hier wohnen würde. Ey. Da ich ja Sand sowieso so liebe. Ich hasse ihn. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt, aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Süß. Okay, meine Lieben, guck jetzt noch mal eben, was ich hier... Ich habe nur einen Fähigkeitspunkt. Ein Fähigkeitspunkt. Pfeilesammler, Kopfschuss, EP, Attentatbeute, Angriff und Stoß. Ich nehme das jetzt. Okay. Sonst noch was? Nö. Haben wir jetzt noch schnell ein Foto? Oh. So. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.